heute möchte ich euch wieder eine ZDF-Weihnachtsserie vorstellen. Diesmal ist es Nesthäkchen aus dem Jahr 1983, meine zweite liebste ZDF-Weihnachtsserie. Ja, um was geht es? Also es geht, wie schon der Name sagt, um das Nesthäkchen, also die jüngste Tochter aus einer Arztfamilie. Die sechsteilige Serie hat ungefähr eine Stunde Laufzeit und spielt in den Jahren 1910 bis 1914. Die Hauptperson ist natürlich dieses Mädchen hier in diesen 4 Jahren. Und sie ist ein sehr behütetes Mädchen. Sie ist eben die Jüngste, hat 2 ältere Brüder. Und die Mutter achtet immer sehr darauf, ja, dass alles sehr ordentlich ist, dass sie sich ihrem Stand entsprechend verhalten, wie das eben so in der Zeit war. Sie sagt immer halt so, ja, die Kinder sind das Aushängeschild einer Familie und deswegen müssen sie sich auch sehr gut benehmen. Und das Nesthäkchen, das natürlich den richtigen Namen Annemarie führt, hat da nicht so unbedingt den Hang zu. Sie ist sehr unordentlich. Ja, sie tobt gern rum, sie reizt dann auch mal aus. Und man erlebt halt so kleine, süße Geschichten, gerade wo sie noch jünger ist, wie sie zur Schule kommt, wie sie im Kindergarten ist und so weiter. Ja, und es ist wirklich eigentlich eine Niedlichkeitsserie, sag ich mal. Also es ist wirklich süß, so bis sie so in dem Alter von 10 ist, dann wird es dann ein bisschen ernster, da wird sie auch schwer krank und muss längere Zeit ins Krankenhaus. Und ich mag diese Geschichte eigentlich unheimlich gerne, nur den Schluss finde ich jetzt irgendwie, ja, rausgerissen, sag ich mal, als wenn es mittendrin oder kurz vorm Ende plötzlich aufhört. Und das finde ich sehr schade, also nach wie vor, aber es ist eine echt wirklich süße Serie. Die Serie ist wieder hier nach einer Buchreihe gefilmt worden, und zwar von Else Uri. Und ich hatte, glaube ich, die ersten Bücher auch mal durchgelesen, war aber absolut, absolut nicht mein Fall. Also das ist wirklich, ja, Romane, sag ich mal, für Kinder. Also nicht mal mehr für Jugendliche. Dafür ist es einfach zu platt, sag ich mal. Ich habe jetzt auch die weiteren nicht mehr nachverfolgt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie besonders gut sind, weil Else Uri hat die nachkommenden Geschichte, wo Nesthäkchen eben auch erwachsen wird, verheiratet wird, bis zum Rentenalter, sag ich mal, erzählt, allerdings aus der Sicht in den 20er Jahren, 30er Jahren, ohne wirklich die Zukunft zu kennen. Also sie wird auch nichts über den Zweiten Weltkrieg schreiben, weil Else Uri stammt aus einer jüdischen Familie und hat den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt. Sie ist in einem KZ ums Leben gekommen. Ja, sowas halt kurz zu der Geschichte. Ich habe hier eine besonders schöne Box, die ich finde. Es gibt bestimmt auch schon wieder neuere, wo hoffentlich auch die Qualität mal verbessert worden ist, weil ich merke es eindeutig, ups, hier kommt es mir entgegen. Ich merke es eindeutig, ich bin Blu-ray-Gucker und da merke ich doch schon, was für eine Qualität manche DVDs haben. Hier steht auch noch etwas über Else Uri drinne. Ja. Mehr kann ich jetzt eigentlich zu der Serie nicht sagen. Wie gesagt, ich mag ja gerne so Literaturverfilmung allgemein. Wenn ich auch sagen muss, dass diese Literaturverfilmung wirklich nichts für mich ist, aber dafür die Verfilmung dazu wirklich gelungen ist und bestimmt auch eine Fortsetzung toll gewesen wäre. Naja, man weiß ja nie. Es wird ja immer alles Mögliche immer fortgesetzt. Vielleicht auch mal solche Serien. Gut, das war es auch schon von mir. Was ich noch sagen wollte, die nächsten 3 ZDF-Weihnachtsserien besitze ich nicht, möchte sie aber wenigstens kurz mal erwähnen. Und zwar 1984 kam Patrick Packard raus, eine Agenten-Abenteuerserie. Es geht da um einen Jugendlichen, den Patrick, und der lernt einen Wissenschaftler kennen, der es schafft, selbst in hohen Gebirgen Ananas zu pflanzen. Und er möchte halt damit die hungernde Bevölkerung retten. Und das kriegen natürlich auch viele Agenten und so spitz, und so ist man schließlich auf der Jagd nach dieser Formel. Dann kam 1985 Oliver Maas raus. Hier geht es ebenfalls wieder um einen Jugendlichen. Es ist so ein bisschen, ja, Abenteuer und Mystery, sag ich mal, denn Oliver Maas ist ein Virtuose und er bekommt eine Zaubergeige geschenkt, mit dem er in die Zukunft sehen kann. Und ja, auch hier sind natürlich wieder viele Leute an ihn interessiert.
Und 1986 kam dann Mino raus, die habe ich überhaupt nicht gesehen. Also die sagt mir auch nichts und ich habe sie auch noch nicht irgendwie rückwirkend vielleicht mal sehen können. Ich versuche ja immer auch alte Sachen nochmal irgendwo woanders zu sehen, aber die habe ich bisher leider nicht gesehen. Ja, und das nächste Mal kommen wir dann auch zum Jahr 1987. Das wird dann auch meine letzte DVD-Box sein, weil es auch die letzte Serie ist, die ich gesehen habe. Danach die Serien habe ich nicht eine einzige gesehen, wahrscheinlich weil auch ich vom RTL Fieber gefasst wurde. Das kam mir damals gerade alles raus. Und zudem bin ich in der Zeit damals mit meinen Eltern umgezogen und wir hatten nur einen einzigen Fernseher und den gehörte natürlich meinen Eltern. Das heißt, ich konnte nichts entscheiden, was gesehen wurde. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, das war jetzt Nesthäkchen. Nächstes Mal die letzte mit Anna. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Däumchen freuen und natürlich auch über Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.